Das Erbe, das scheinbar noch für Sterilisationen warb, trat schon deutlicher für die Tötung Behinderter ein. Herr Professor, Aufnahme! Die Nazis kombinierten Spielszenen mit dokumentarischen Sequenzen. Der Schauplatz war ein fiktives Labor, das Schulfilme produzierte, um den Kampf ums Dasein zu illustrieren. Professoren sollten den Rassentheorien einen Hauch von unanfechtbarer wissenschaftlicher Autorität verleihen. Wir haben da eine ganze Reihe Aufnahmen vom Kampf ums Dasein gemacht. Wollen wir sehen, was wir für Herrn Professor Wenger gebrauchen können? Anfangen! Anhand von Beispielen aus der Naturgeschichte propagierte der Film unbarmherzig die Tötung des Schwächeren, bis es sogar die Laborassistentin begriff. Hält die Natur ihre unerbittliche Auslese. Der kranke Vogel fällt der Katze zum Opfer. Der schwächliche Hase wird vom Verfolger erwischt. Selbst unter gleichen Artgenossen finden Kämpfe statt, denen der Schlechtere zum Opfer fällt. Manche Vogelmutter merzt sogar rein instinktmäßig schlecht entwickelte Junge aus. Dann treibt die Tiere also eine regelrechte Rassenpolitik. In gewisser Hinsicht ja. In Deutschland allein müssen über 700 Millionen... Diesen Szenen wurden Aufnahmen von Patienten psychiatrischer Anstalten entgegengesetzt. Die Botschaft war eindeutig. Das sogenannte Schwache sollte ausgemerzt werden. Um das Publikum nicht zu sehr zu bedrücken, endeten alle Filme mit einem pathetischen Finale über die starke und gesunde Volksgemeinschaft. Im Sommer 1939 ordnete Hitler die Tötung von körperlich und geistig behinderten Kindern an.